Warum redet immer als? Ah, wie cool ist das Bla bla, bitte? danke schön für den Prime zum 21. Monat. Tach, tach. Cola. Hallo, Lugi. Gute Besserung, Lucky. Oh, so, erstmal Stuhl rausfahren. Hallo, Oma. Oh, boy, oh, boy. Jojo. Kurz WhatsApp. Und Baxter, danke schön für den Wiesab am 8. Grüße zurück. Hallo Schattenbund, dich hab ich gestern gesucht, Bruder. Ich brauch deinen Rat. Juniorfisch, Elbi, Bagger, Schlacki, Schuh, hallo, Lasse, hallo, Andi, hallo. Und Lasse, danke für den Resub am 15. Guten Rutsch an die Familie Kusch und Chat. Wünsche ich dir natürlich auch in deiner Familie. Deshalb bin ich hier. Ich hab ja gesagt, ich komm noch. Bin zwar heute echt ein bisschen mies drauf, aber ich versuche meine Laune zu steigern. Ich wusste jetzt nicht, wie ich alles unter einem Hut bekommen soll. Okay, Herr Kusch, schießen Sie los. Schreiben Sie es. Schattenbund, ich hab was gesehen auf einem Bild. Ich schreibe dir das gleich im Discord. Ich möchte das auch haben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das einbauen kann. Hallo Gottly Girl, hallo Smoker, Carlo, hallo. Schnapper, hallo und Happy Birthday, Schnapper. Was geht, was geht, was geht? Ich muss eh resetten. TeamSpeak funktioniert schon wieder nicht. Hallo Mr. Antoine, Vincent, hallo. Hallo Howley. Und hallo Maike. Und Lara, hallo. Und Schneemann, hallo. Und unscheinbar, hallo, was geht, was geht, was geht? Die wunderschönen Kinder. Boah, WhatsApp ist auch die ganze Zeit am Bimmeln, Alter. Solid, hallo, boah, schon ewig nicht mehr gehört, das Lied. Ja, ich wusste jetzt, ich habe jetzt einfach schneller was angemacht. 2000er Hip-Hop-Playlist. Hallo, Michael. Ich bin übrigens nur kurz da, so Stunde, ne, würde ich sagen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Wir hätten jetzt auch Videos gucken können, aber ich fahre jetzt einfach rum in der Pommes. Kio, hallo. Lebeitz, hallo. Schießt so ein paar Ballers in den Kopf. Aber die Ballers sind meine Freunde. Alle sind meine Freunde. Unter Freunde schießt man nicht. Ja, warum wird geweint, Oma? Hallo Venom. Merhaba, selamu alaikum. Macht ja nichts, der schießt sich auch entspannt heute. Ist so, Bodo. Cool ist das, und hallo, Bodo. Und Ronaldinho, danke schön für den Prime 22. Guten Rutsch. Curtis im Chat wünsche ich dir auch und deiner Familie. Hallo Space Pirate. Ja, das hat sich voll verändert. Alle sagen, das stimmt nicht. Ich habe vorhin erstmal dicke Ansage von Joshua bekommen. Nein, nicht Ansage, aber er hat mir halt Zuschauer-Feedback für das RP und alles gegeben. Fand ich sehr cool. Ist doch mal schön, die Sicht von jemandem zu sehen, der zuschaut, wie ihm das alles vorkommt. Hallo Loco und hallo Diak und hallo Karim. Grüße in der Neujahrspommes. Sir Duckworth wünsche ich dir auch und deiner Familie und viel Gesundheit an alle. Und nicht übertreiben im Alkohol. Und hallo Charlie und hallo Breezy. Du rutscht auch gut, Breezy. Wo kann ich das nachlesen? Das hat er mir privat geschrieben, Oma. Und Ghostrunner, guten Rutsch dir auch natürlich. Und Nia Kallo.
Und hallo Lox. Lox, Lox, ich hoffe, dass... Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Die fangen jetzt schon an zu ballern, Alter. Was war das denn für eine Rakete, Junge? Ach, dir schlägt eine Atombombe ein. Gott, oh Gott. Hallo, Ernie. Stimmt Ernie auch noch? Nicht vergessen. Fabian, hallo. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und viel Gesundheit an die Familie. Alle Kuss wünsche ich dir auch, wenn... Kuss, kuss. Und schon wieder eine. So, wie, was war denn in Berlin? War viel in Berlin, Charlie? Und Dieter, Dankeschön für den Prime Sub am 39. Guten Rutsch euch allen, wünsche ich dir auch und Familie natürlich. Ja, was soll ich sagen? Das war voll laut. Oh, Schnee ist immer nur da. Ich hab gleich wieder ins Beste gestern OP gehabt. Ach, wegen deinem C, oh, wow. Dreckige Joshua. Hallo, JP. Guten Abend und Squeezy, hallo und dir auch natürlich. Ich guck gleich mal, Charlie. Warte, ich hab's schon wieder. Ach so, das, ah ja, das Video kenne ich. Das habe ich gesehen auf Reddit. Die sind komplett ausgerüstet. Ja, Fumi können wir gleich hören, Mila, zum Jahresabschluss. Wir machen Sofa-Silvester, dieses kein Bock weg. Ja, ist aber richtig so, finde ich besser. Und hallo Matze. Ja, bei uns geht eigentlich Verbot, aber irgendwie hält sich keiner dran. Ja, ist typisch, ne? Hallo Smashing, hallo Harty, hallo Joko. Nein, können wir nicht, Karen. Ich bleib so eine Stunde, Joko. Schwester Kusch kommt gleich und Schwager, die waren in Neuss. Die werden gleich anfangen, hier Essen zu machen und so ein Shit. Wir haben noch ein paar Organe. Was ist mit meiner Karre, Junge? Oh Gott. Bodo, vielen lieben Dank für 10 Gifted Subs. Dankeschön. Danke, danke. Ich habe ja gesagt, ich komme mindestens online, um einen guten Rutsch zu wünschen. Ich glaube auch nicht, dass viele unterwegs sind im RP gerade oder so. Dankeschön, Bodo. Und natürlich an allen anderen auch. Wenigstens einen guten Rutsch wünschen. Das ist ja so das Mindeste, ne? Ich meine, das Jahr war ziemlich beschissen für mich. Aber war doch, ich habe mich schnell wieder gefangen. Und vielleicht wird nächstes Jahr besser. Grüße, Late. Und Goldskop, hallo. Und Rentner, hallo. Castello, hallo. Und Joshua, hallo. Hab gerade schon erzählt, hat mir dicke Ansage gemacht, das Joshua. Bei euch gibt's fett Raclette. Boah, ich weiß gar nicht, was wir hier machen. Oh Gott. Kann nur besser werden, das stimmt. Ups and Downs, immer Kopf rumhalten. Und Matze, vielen lieben Dank für 2 Gifted Subs an Käserunde TV und Scheiße, das konnte ich jetzt nicht lesen. Und Johnny Rockstar, danke für den Prime 61. Guten Wunsch wünsche ich dir auch. Bei uns gibt's Häppchen. Ja genau, bei uns auch. Stimmt, jetzt wo du schreibst. Kaltes Buffet. So vegane Frikos und sowas. Tzatziki und Brot und all so einen möglichen Quatsch. Karim einfach ignorieren. Scheiße, Lucky, eigentlich wollte ich dich fragen wegen Daisy heute, aber dann habe ich das auf Twitter gelesen, dass du Kieferschmerzen hast und so. Wo offener Brief? Biluro wünscht dir auch und hallo. Und Headcrash, hallo. Und Luchi, hallo. Viech. Komm mal.
Oh, yo, die Diva, was geht, Mann? Du bist eine Diva, du Penner. Wo bist du? Wir müssen reden. Wir müssen quatschen. Ja, ganz dringend, Mann. Ich war gerade tanken. Okay, ich bin im Norden. Was machst du im Norden? Geschäfte, Mann, Geschäfte. Wo denn? Ich komme, ich bin im Cabriolet unterwegs. Ja, ich fahre gerade in die Stadt. Ich wollte gerade zum Anwesen fahren. Ja, dann komm ich da hin. Alles klar. Oder wir treffen uns ganz melancholisch an einem anderen Ort. Wir treffen uns am Pier, Mann. Wir treffen uns... Nein, das ist der Asimov. Ja, komm einfach zum Scheißanwesen, Mann. Okay. Matze, dankeschön nochmal für 3 Gifte-Zaps. 5 insgesamt, danke. Oh Gott, ich hoffe, dass das nächste Jahr besser wird. Knastboss, danke schön, dass du dich dafür bedankst, ein Subgeschenk bekommen zu haben. Und Schmumann, danke für den Prime 29. Bruder, ich hab... Haben wir schon eine Person gesehen? Was mache ich hier? VOD brauche ich nicht mehr in Mutenbühler. Dafür habe ich GoXLR gekauft. Wir können die ganze Zeit Mucke hören. Oh Gott. Rosalie, danke schön für den Gift an Marcel Kniese. Bruder, jetzt sag nicht, das ist dein Real-Life-Name, Alter. Ja, normal ist keiner mehr P, Alter. Bruder, heute ist nächtlich Silvester. Wir sind alle am Essen und so. Ich bin verrückt, was ich hier gerade mache. Ich wollte ja auch eigentlich Videos gucken. Aber ich finde das total entspannt, in GTA einfach rumzufahren. Oder fliegen oder so. Leute. 66, Bruder. Und 2 Supporter, die im Ghosten sind. Oder Projektleiter. Boah, Harry Potter Arm klingt auch geil, Alter. Oh, die haben die Karren hier hingestellt. So, damit Yoko auch wieder sein Emote machen kann. Ich wollte Videos gucken, aber wir können ja auch ein bisschen Pommes machen. Gute Tat vorbei. Dankeschön, Matze. Vielen lieben Dank. An alle anderen auch. Monopoly-Abend. Ich weiß nicht, was wir heute Abend machen. Mal gucken, vielleicht ein bisschen irgendwas spielen und dann... Ich werde mir auf jeden Fall ein feines Glas Whisky gönnen, das weiß ich. Gut essen und dann irgendwann schlafen gehen. Damit wir auch ins neue Jahr starten können, ne? Mit Energie. Wie viel? Ey, Kalamär ist ja ein Genussmittel. Also, ich besauf mich ja nicht. Da kommt der Reichtum durch. Hallo, das ist Jack Daniels, Alter. Ich bitte dich. Bis auf deine Augen, dass du nächstes Jahr gesund bleibst. Ja, ich hoffe. Whisky fühle ich. Ich hoffe einen guten Ibiki. Nee, nee, ich mach einen edlen Jack Daniels heute. Ich mag das halt nicht, den Hibiki so anzubrechen und dann ist die, weißt du, die Flasche habe ich halt in der Vitrine und dann ist die so angebrochen, das sieht scheiße aus, Alter. Und Schattenbund, weil ich dich fragen wollte, dann brauche ich halt nicht schreiben, es gibt diese Kabel, die ans Mainboard kommen, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, und diese 2 in die Grafikkarte und die gibt es auch, dass die leuchten, ne? Ich habe irgendwie Bock drauf. Feier aus, die vielen lieben Dank für den Prime 6. Oh, Curtis, was geht denn? Ja, was geht ab, Crispy? Ist das deine Karre? Karo. Krass, habt ihr euch noch nie gesehen. Ja, wie? Freshes Teil, ey. Wir haben doch voll viele Karren, Milo und ich. Ja, aber die habe ich noch gar nicht gesehen, ey. Ja, die ist so neu, die ist gut 2 Wochen. Porsche hast, Mann. Nein, das ist auch ein Komet. In Europa nennt man einen Porsche. Okay. Porsche. Ja, Roy kommt jetzt. Roy, okay. Wir müssen quatschen. Sonst werde ich durchdrehen. Ja, er meinte auch schon, dass wir quatschen müssen gestern. Ich glaube, der hat das mich gestern nicht verstanden, der Dude. Ja, ich glaube, wir haben das alle so nicht so richtig verstanden irgendwie. Weswegen bin ich denn abgehauen? Weißt du das? Nee, du hast ja die Bullen abgelenkt.
Und nee, nee, dann als ihr putzen gegangen seid. Ja, ja, und da meintest du ja noch, ich sollte ja keine Uniform holen, weil die dich ja kennen, da kannst du ja nicht Putze machen. Ich wollte nicht, dass ihr auffliegt, ich wusste ja nicht, wo ihr hin müsst. Ja. Stell dir vor, ihr hättet ins Speedy gemisst, dann wüsste doch jeder, okay, hä? Ihr ist doch beim Baker. Ja. Und dann hätten die euch nicht reingelassen. Und dann wollte ich die ganze Zeit gucken, dass ich euch irgendwie finde und euch Schutz gebe. Und dann wollte ich später mit dabei sein. Und dann hat Roy mich einfach außen vor gelassen. Obwohl ich schon 40 Minuten lang gewartet habe. Ich wollte halt weiterhelfen. Ja, ist alles ein bisschen nicht so gut gelaufen. Ja, und der war gemein zu mir. Ja, so ist halt Roy, wenn er unter Anspannung ist. Ja, aber nur er war angespannt. Allein war man chillig drauf. Ja, ich war auch angespannt, ich habe das noch nicht so gezeigt. Das werde ich dem gleich sagen. Ich war mir überlegen, den zu scheppern, Alter. Hallo, Russik. Guten Abend. Na, mal gucken. Heute Abend gibt es guten Rutsch, dicke Pfete hier, ne? Ja. Ja, ne? Da wird richtig gebumst. Ich habe schon Kondome gekauft. Echt? Mila hat auch schon Salat gemacht. Oh, nur den Salat? Ja. Und Kartoffelsalat. Oh, Kartoffeln. Ja. Und Gurkensalat. Geil, Mann. Und Mr. Maker macht, glaube ich, auch was zu essen. Mm. Louis ist gerade am Wichsen in der Kirche. Darf der das? Ja, Caro. Oh, okay. Sonst hält das Kreuz doch nicht. Oh mein Gott, Alter. Was habe ich da gerade gesagt? Oh Gott. Wenn der Mund schneller ist als das Gehirn. Oh Gott, oh Gott. Und diese Bilder in meinem Kopf. Wie Louis splitternackt in seinem Bett liegt und im Kreuz. Oh Gott, oh Gott. Scheiße, oh nein. Oh nein. Ich will mir das nicht vorstellen. Geh raus aus meinem Kopf. Ich glaube, da ist er. Seit wann hat denn Dubster? Das ist der von Miss America. Ah. Und was wünschst du dir für nächstes Jahr? Was hast du für Vorsätze? Ich hab mir vorgenommen, mal so einen kleinen Kurzfilm zu drehen, Mann. Mein Schauspieler hat den gar nicht so ernst genommen. Wenn du einen Stuntman brauchst, melde BMX, sag mir Bescheid. Ja, klar. Ich lass mich auch anzünden. Sehr gut. Ja, lassen du deine Hand? Ja, das hätte deine sein können. Gehen wir was meine? Komm, ich im Pool. Was, das ist ein Revolver? Krasser Shit, ey. Das ist von Sandro, oder? Das ist ein ganz anderer Revolver. Das ist ein größerer Revolver, als jemals Sandro einen besessen hat. Wollte Sandro da sein? Nein, man, der hat so einen richtigen Revolver. Also so einen dünnen Mann. Das ist der Revolver des Barons. Warum? Oh, hier gibt's nichts zu lachen jetzt. Na klar gibt's was zu lachen. Ja, wenn du hier bist auf jeden Fall. Nur weil du zu unfähig bist, Sachen zu verstehen. Das ist nämlich das scheiß Problem. Ja, das werden wir jetzt gleich klären, Mann. Was ist denn das DJ-Pult? Habe ich abgebaut aus Versehen. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um das hinzustellen? Ja, das hat aber jemand anders schon wieder abgestellt und hingestellt. Man, du hast richtig nah an dem Stein hingelegt. Das stand hier so in der Mitte halb. Oh, wer war das? Crispy, ne? Ne, ich war das nicht. Fass Technik nicht an. Crispy trägt wieder die Hose. Gott, da wird mir schlecht. Warum? Kannst du nicht, hast du nicht wenigstens noch die Jacke dazu gekauft? Ja. Ja, dann trag die, dann mach doch wenigstens eins, okay. Mann. Nein, nicht jetzt! Oh, Crispy! Gott. Oh Mann, das ist ein dicker Revolver. Ich muss den mal abfeuern. Geh mal aus dem Weg, nicht, dass was passiert. Ach du Scheiße! Oh, Alter, was war das? Hast du die Welle gesehen? Oh Gott. Ja, ich pack das Ding lieber weg. Das ist warte gefährlich. Mal, das Wasser läuft raus. Holle du die Knarre her? Ja, das werde ich dir gleich alles erzählen, Mann. Ja, gestern warst du ja eine Diva. Ich will Mann. Im Whirlpool und ich war keine Diva, du Penner. Wollen wir in den Whirlpool oder was? Ja, Caro. Ich war doch noch nie drin. Grotte oder Whirlpool? Ach, Grotte. Ja, Grotte, mir ist kalt.
Boah, das ist gescheppert. Dann zeigen wir dir gleich mal Penball. Penball. Gott, oh Gott. Herr Morales, vielen lieben Dank für 5 Gifted Subs. Und Matze, danke für die Wisdom 54. Ja. Ach, das jetzt? Hey, Mann, ich hab dich nicht gesehen. Alles gut. Sauer. Extra Heim aufgezogen, damit der Joint nicht nass wird. So. Hey, du Diva, jetzt fang an zu erzählen. Was ich bin keine Diva, du Penner. Doch, Mann. Okay. Nö, okay, du bist einfach nur kackennervös, weil du nämlich immer unter Zeitdruck stehst oder sonstige Kacke. Okay, pass mal auf. Okay, erzähl mir, was dir auf dem Herzen liegt, Mann, und dann rede ich. Warum bin ich gestern nicht mit Putzen gekommen? Das ist eine Frage an dich. Achso, das war eine Frage. Achso, ja, okay, Mann. Schuh, ich lese gleich vor. Okay, nee, erzähl weiter, was... Ich bin nicht putzen mitgekommen, weil die Leute mich als Dr. aus dem Baker kennen. Nein. Ich wusste nicht, wo ihr hin müsst. Ja. Und ich wollte nicht, dass ihr auffliegt. Falls jemand sagt, hä, du bist doch Dr. Kusch. Ja. So, dann habe ich euch beobachtet die ganze Zeit. Ich bin euch schon nachgefahren, ich wollte euch Backup geben. Und dann habe ich gewartet, bis ihr fertig seid. Weil ich dachte, ihr holt mich wieder mit dazu, weil ich ja vorher schon mitgeholfen habe. Und dann schreist du mich am Telefon an, ja, wir melden uns, wenn wir fertig sind. Obwohl ich nur mitmachen wollte wieder. Und ich habe schon 40 Minuten lang gewartet auf euch. Und wie du mit mir gequatscht hast, als wäre ich der letzte Hund, das fand ich nicht okay. Weil du weißt, Roy, ich stehe zu euch und ich gehöre zu euch. Ich mache alles für dich. Du bist mein Baron. Und dann fühle ich mich scheiße. Weil vorher habe ich meinen Job gut gemacht. Auch Louis hat seinen Job gut gemacht. Gestern in Harmony. Ich wollte euch nur helfen. Hey Mann, lasst uns die Sorgen von diesem Jahr jetzt abwerfen. Was passiert dich noch, Mann? Sag mir jetzt alles, was dich stört. Nichts? Ja, das außer war's. Nur von gestern. Außer, dass du auch ein bisschen, weil Louis ist klein und der hat das gestern echt gut gemacht. Hast du gesehen, als ihr da rausgekommen seid, wie viele Cops bei uns waren? Ja. Mhm. Und das war Louis seine Idee. Der hat das alles allein geklärt. Ja, okay, jetzt hier weiter, Mann, bevor ich da meine Geschichte anfange. Glaub nicht, das war es eigentlich. Doch. Nein, Mann, das sind bestimmt noch mehr Dinge, die dich stören. Denk nach, Mann. Vielleicht in den letzten 2 Wochen irgendwas, was dich stört. Irgendjemand dann, vielleicht irgendwas an Crispy, Mann. Vielleicht irgendwas an Sandro. Jetzt sprich dich verfickt nochmal aus, Mann. Und lassen wir die Probleme in diesem Jahr. Ich will die nicht rübernehmen. Und das ist auch ein Scheißproblem. Mann, das mach ich doch extra, du Penner. Als ob ich heule. Oh, ich wollte dich schon in den Arm nehmen. Ein eiskalter Killer. Guck mich an. Okay, erzähl weiter, Mann. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, sonst nichts. Nein, glaube ich dir nicht. Ja, okay, vielleicht ein bisschen mehr Zusammenhalt. Letztens, Mann, warst du auch angepisst, als ich gesagt habe, wir können den Priester jetzt nicht mitnehmen. Nur nicht angepisst, deshalb bin ich ja bei Louis geblieben mit Milo. Ja, ist doch cool, Mann. Und das meine ich ja mit dem Zusammenhalt. Weißt du, wie soll er lernen, deinen Sachen gerecht zu werden, wenn er die ganze Zeit nur angeschnauzt wird und so? Das schafft er nicht. Er muss auch Fehler machen können, um zu lernen. Mhm. Und da habe ich ja gesagt, ich kümmere mich drum. Und gestern habe ich ihn an die Hand genommen und er hat es absolut gut gemacht. Hä? Akzeptiere ich, Mann. Ich bin auch voll dafür, was er eine Erziehung braucht. Ja, aber dann gib ihm wenigstens ein bisschen mal so ein Leckerli. Wir sind doch ein. So halten wir nicht zusammen, Roy? Stehen wir nicht zusammen gegen alle anderen? Oh? Ja, dann müssen wir gerade unter uns alle vernünftig spinnen. Und ich werde dir gleich alles erklären. Ich werde jeden Schritt werde ich dir erklären, warum ich ihn so mache und wieso. Ja, damit der Hardware hat und so. Aber du brichst ihn. Ja. Crispy, jetzt du, Mann. Was denn? Was stört dich? Mich stört gar nichts, Mann. Nein, das ist eine Lüge. Nein, doch, dich stört, dass wir mit den anderen nicht reden können, zum Beispiel. Das weiß ich. Ach so, das meinst du, ja. Ich will alles, was euch jetzt stört, Mann. Was meinst du mit reden? Und mit wem?
dass wir nicht mal 20 Minuten irgendwo sitzen können, ohne dass einer Hummeln macht. Ja, genau. Ich will jetzt, dass alles, was ich, jede einzelne Kleinigkeit. Ja, aber damit habe ich kein Problem. Ja, aber Crispy, ich weiß das, Mann. Ja, aber die das betrifft, die sind ja jetzt nicht hier. Ist egal. Dann müssen wir jetzt eine Lösung finden. Also, Crispy, kotz dich aus jetzt. Los. Alles. Das war's eigentlich schon, jo. Nein, Mann. Doch. Selbst irgendwas über mich, Mann. Kotz dich aus. Ich fand's nur ein bisschen doof, dass wir letzter Zeit nicht so viel gemacht haben. Aber das gestern, wie gesagt, das war voll cool. Komm her, das war süß. Boah. Oh. Toll. An mein Helm wird kein Schwanz dran gekackt. Das ist okay. Hey, Mann. Und jetzt? Gratis. Ja, aber das meine ich ja, was Crispy sagt. Wir sind eine Familie, Baronschaft, wir sind Obdachlose, wir haben so viele Sachen, also Kontakte. Ist ab sofort nur noch ein Lifestyle. Jo, aber wir haben so viele Kontakte, jeder hat seine Rolle. Und wir sollten uns wenigstens untereinander gut miteinander verhalten. Du weißt, was ich meine. Ja, und das, was du gestern getan hast, war alles dagegen. Ja, aber ich habe einen Grund gehabt, Crispy, den du nicht verstanden hast. Ja, okay. Crispy? Ja? Wir waren gestern hier noch. Wir haben darüber dieses Thema gesprochen. Das hat mich sehr, sehr traurig gemacht, dass Curtis so reagiert hat. Sag ihm bitte, Mann, weil ich habe euch gesagt, Miss America, der Priester, Crispy Mann, die sollten als erstes mit dir reden, bevor ich mit dir rede. Crispy, sag, was heute gestern noch war. Sag ihm, was wir gestern besprochen haben, Mann, zu dieser Situation mit Curtis. Ja, dass man halt in solcher Situation bis zum Schluss die Konzentration hochhalten kann. Und dann muss man halt auch mal sein eigenes, also nicht sein Ego, aber sich mal kurz zurücknehmen quasi. Das ist ja nicht bös gemeint oder sowas. Aber hab ich doch getan. Stand alle unter Stress. Ich wollte nicht, dass er auffliegt und bin gegangen. Okay, und dann dachte ich, ihr holt mich wieder ins Boot, damit ich weiterhelfen kann. Weil ich finde, ich habe meinen Job gestern auch gut gemacht. Ja, ich hatte auch fette Scheine gestern für dich parat. Ach geil, das interessiert mich nicht. Außerdem hätte ich das eh gegeben für Autos. Ich bin reich. Okay. Machen wir eine kleine Zeitreise. Zurück in den Park, Mann. Curtis, wo du auf einmal aufgetaucht bist. Und dann bei uns rumgehangen hast. Jo. Seit Tag 1, Mann, will ich dich immer mitnehmen zu den ganzen Action. Ich will dich dabei haben. Achso, das meinst du, ja. Die ganze Zeit, jedes Mal, frage ich dich. Und am Ende kommt dann immer, ja, wegen dem Dog und so. Das verstehe ich auch. Dass du dann bei manchen Sachen nicht dabei sein kannst. Aber dann muss ich an die Leute denken, die dabei sind. So wie gestern der Priester, Miss America, Crispy und ich. Das war gestern sehr, sehr heiß. Wir haben eine Menge Kohle gemacht. Wir haben die Dokumente geklaut. Ich habe von ein paar Dokumenten Kopien gemacht. Wir werden so sterben alle. Wir haben Geld gemacht, ich habe das Geld gewaschen. Ich habe um einiges gekümmert. Gestern war das so. Als du angerufen hast, den Priester, wir waren gerade dabei, die Beweise zu vernichten. Wir waren gerade dabei, alles, was in dem scheiß Einkaufswagen war, in Sicherheit zu bringen. Wir waren in der verfickten Southside, Mann. Da sind Autos rumgefahren, Mann. Die Panda-Boys kamen auf einmal, klatschen uns voll. Ich hatte über eine halbe Million Dollar bei mir. Okay. Und dann rufst du an. Ich sagte, wir rufen dir an, wenn wir fertig sind. Das hätte noch 5 Minuten gedauert, Mann. Wir mussten eigentlich nur noch in Sicherheit die Sachen wegbringen und dann waren wir fertig. Also hättest du gar nicht mehr dazustoßen müssen oder kommen, weil wir waren fertig nach dieser Putzaktion. Ich wollte euch Backup geben. Stell dir vor, es wäre was passiert. Da wären Leute aufgetaucht. Die hätten euch abgezogen. Ja, aber deshalb musste ich mich konzentrieren. Genauso wie bei der schwarzen Nullnummer. Wir haben uns beim ersten Mal angestrengt. Wir haben uns konzentriert. Hat alles funktioniert. Beim zweiten Mal haben wir es nicht getan. Und es ging voll in die Hose. Das war gestern unser Startschuss für alles Weitere. Und dann muss ich an die Leute denken, die gerade um mich rum sind. Dass wir alle hier rauskommen. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich weiß, dass es nichts mit mir zu tun hat. Ja, aber warum bist du da eingeschnappt? Kommst du nicht mehr her? Ich komme jetzt hier nicht mehr her, Mann. Wärst du gestern hergekommen, dann hätte ich gesagt, dann verpiss dich. Wäre ich gestern gekommen, hätte ich dich abgeknallt. Ja, dann müssten wir gucken, wer als erstes... Ich habe auch ein paar Glocks und so, Mann. Also die waren alle durchgeladen gestern. Ja, war nicht schlimm. Hat jetzt ein bisschen nach links und nach rechts gerollt und so. Es geht nicht darum wohl, dass ich Belustigung brauche oder sowas.
sondern dass ich euch denn. Nein. Ich wollte euch nur den Rücken stärken. Und du hättest auch anstelle von wir melden uns sagen können, wir sind gerade in der Saus und dann bin ich da rumgefahren und hätte geguckt, ob irgendeiner da rumfährt. Ich hätte nicht mal wissen müssen, wo ihr seid. Ja, natürlich hast du jetzt recht. Wir hatten aber, seit wir diesen Job erledigt hatten, Zeitdruck. Ja, ich weiß. Und das war die ganze Zeit, ich war angespannt. Wir waren sehr wenige, Mann. Gut, mit Crispy kann ich arbeiten, der weiß, wie ich bin, Mann. Wir haben schon öfters Dinge getan. Miss America ist da neu drin in dem Business. Der Priester sowieso. Ja, aber wir haben es trotzdem geschafft. Ohne Probleme. Mit viel Glück natürlich. Mit sehr viel Glück. Weil ich hätte niemals gerechnet, dass da 20 Sheriffs angefangen kommen. Wir haben zweimal die Polizisten gedodged. Ja, und beides Mal hat Louis teilgenommen und beides Mal hat Louis geregelt. Ich sag es ist. Ja, und du unterschätzt diese Sache mit Louis so ein bisschen, Mann. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht leiden kann. Frag Crispy, Mann. Sagt halt Tag 1. Der ist hier aufgetaucht und ich sag zu Crispy, dem stimmt was nicht. Und das zieht sich einfach durch. Würde ich den nicht leiden können, dann hätte ich den schon längst irgendwo hingeschleppt und einfach umgebracht. Was denkst du denn, was der macht? Weiß ich nicht. Aber das spielt. Das. Und deshalb, Crispy, sagt jemand, einer muss der Asoziale sein. Ist so, ja. So einen braucht man in der Gruppe. Da habe ich ja nichts gegen. Ich bin ja auch manchmal so. Und das bin ich. Wir saßen hier vorgestern 3 Stunden in diesem scheiß Pool, nachts bis 3:30. Ich hab mit Louis, wir haben Scherze gemacht. Der disst mich, der beleidigt mich. Wir haben nichts getan. Ja, testet seine Grenzen wie ein Welpe. Ja, natürlich. Der muss ja auch seinen Platz finden. Und das erlaube ich ihm auch. Das kann er ja tun. Aber irgendwann, gestern zum Beispiel, hat er irgendwann gesagt, ich werde dumm. Ja, dann hat es 2 Schellen gemacht, dann lag er am Boden. Er macht sich, er braucht nur ein bisschen länger. Ich erziehe anders. Ich bin nicht, komm, ich nehme dir dein Händchen. Dafür seid ihr vielleicht da. Ja, ich verstehe schon. Unter Druck entstehen Diamanten. Wie gesagt, und wenn ich sag zwar immer, ich jacke jedem eine Kugel in den Kopf. Das einzige Mal, als ich das gemacht habe, war bei unserem ersten Job, Mann, habe ich 2 Leute umgebracht. Ansonsten habe ich das nie getan, Mann. Es gibt einen Unterschied zwischen Dingen, die ich sage und die ich mache. Es geht um Angst. Genauso wie bei Dynasty, Mann. Wir haben den Angst gemacht. Bam, guck, wo wir sitzen jetzt. Ja, Mann. Ich hab keine Angst, Mann. Ich hab eine. Ich weiß, irgendwann werde ich sterben. Aber dann für uns. Oh. Was ist das? Ich habe ein paar Fische ausgesetzt vorne in dem Penball-Becken. Da können wir angeln in Zukunft. Apropos, wir müssen dir kurz Penball zeigen. Crispy, willst du ihm das vorführen? Willst du dich mal kurz? Ich bin hier gerade kurz beschäftigt. Okay, warte, mache ich das? Oh Mann, das ist jetzt der Ball. Und ich treibe jetzt. Und ich darf nicht die Wand berühren. Ja, nicht über. Oh. Gott. Und das ist so eine Bestrafung. Ungefähr so. Wenn hier viele sind, macht's Spaß. Also mir ging es gestern, wie gesagt, nur darum, dass ich daran teilhaben möchte. Ich war... Du weißt schon, was ich meine. Hallo? Crispy? Ja? Hi. Ja? Hoi, geht's dir gut? Hast du einen fahren lassen oder was hat er so gezischt? Hallo? Hallo? Du hast gezischt, hast du einen fahren lassen? Hört ihr mich? Ja. Ja. Ja, Karl, du stehst vor uns. Karl, mit dich. Ja, warte mal. Bin gleich wieder da, Jo. Das ist das Süßwasser. Hallo, Chat. Ich wünsche euch später einen guten Rutsch. Ich wiederhole mich gleich sowieso noch 5000 Mal. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Und Schuh, vielen lieben Dank für 30 Euro. Tut mir leid, dass ich das jetzt erst vorlese. 25 für die Oma, weil guter Mod. Und 5 für dich. Du bist schon rich genug. Kussi, du Schlingel. Das glaubst du wohl selber nicht. Die Oma hat schon Weihnachtsgeld bekommen. Die ist reicher als ich. Masse. Akte, du hast. Die fährt Porsche. Hallo, Schalpes. Die fährt Porsche in Real Life. Was meinst du denn, warum die so viel Zeit hat und nie in Amtiers? Wo ist die Geld? Mein Gott, Loco, kannst du die mal im Bann wegen Spam, Alter, halber Karim? Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ja, wir wollen halt einfach in einer Waffel. Und der wird dafür sorgen, dass wir alle sterben. Meinst du? Ich glaub schon. Aber ich werde nicht sterben ohne einen Knall. Ja, Mann. Wenn schon, denn schon.
Wenn schon, denn schon. Das hat der Tarantino auch mal gesagt. Okay, Mann. Geil. Okay. So, wo war ich stehen geblieben, jo? Ach so, genau. Ich will dich seit Wochen mitnehmen, Mann. Aber immer wieder kommt dein Job dazu. Aber dann, das akzeptiere ich und ich meine, das ist auch wichtig für uns und es hat ja auch Vorteile. Aber dann kann ich nicht mit dir planen, so. Weil wir haben eine große Gruppe, Mann. Da muss man vielleicht für mehrere mitdenken, jo. Das mache ich gerne. Glaub mir, Mila und mich fuckt das auch ab. Aber, was? Ja, das mit dem Job. Wir ja, sind aber dann so kurz davor zu kündigen, aber Dr. Chuck hat noch einen Plan. Und darauf warten wir gerade. Und wenn das nicht funktioniert, dann kündigen wir. Hey, mach das, Mann. Ihr habt da mal meine volle Vorteile wohl. Ihr habt da meine volle Rückendeckung, Mann, wenn ihr Hilfe braucht oder so. Aber bei sowas wie gestern, und das gestern war einfach wichtig, dann hatten wir den Zeitdruck, wir waren nicht viele, Mann, ich war angespannt. Cops. Ein Haufen Kohle, ja, ein mega Haufen Kohle. Und weißt du, wo wir da waren? Da waren Louis Leute. Louis hat mir gesagt, irgendwie bei, ich glaube, einer Bank oder so. Ich habe keine Ahnung, was das für eine. Das war keine Bank direkt, glaube ich. Irgendwie sowas. Das ist so ein Zwischenlager. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall, die Leute, die zwei, die da gearbeitet haben, Mann, hatten Merryweather-Klamotten. Ja, Mann. Und du weißt, das ist ein bisschen was anderes. Also ich habe keine Ahnung, wen wir da beklaut haben. Na, scheißegal. Auf jeden Fall hat es funktioniert, Mann. Wir haben eine Menge Kohle gemacht. Und da habe ich dann, sorry, dann, dass ich dann nicht denken kann, okay, yo, Curtis ist jetzt, macht irgendwas. Und sobald wir fertig waren mit allem, wollte ich anrufen, aber da warst du schon angepisst. Du hast es doch schon gesagt, Woll. Du warst gestresst. Und darin lag es auch. Ja, natürlich, aber ey, da ging es, da geht es um was. Ja, klar. Ja, klar, gerade weil es darum um was geht, brauchst du Backup. Ja, wir haben keine 2 Stunden Zeit, irgendwie was zu planen. Das war alles on the fly, Improvisation, Mann, spontan. Jo, halt mal einfach trotzdem durch die Hose. Ja, das stellst du dir so einfach vor, Mann, angespannt, jo, ich... Knarre über eine halbe Million Dollar in der Tasche. Was soll ich denn machen, Mann? Ja, durch die Hose atmen. Ja, nee, das kann ich nicht, Mann. Ich bin angespannt und dann bin ich ein Assi und dann denke ich einfach nur an die Mission, Mann. Und wenn so bin ich, so werde ich immer bleiben. Jo, was sagt mir für nächstes Mal? Okay, wir sind da in der Dingsgegend und fertig. Dann fahre ich da rum und guck. Wäre das sehr dramatisch, alles cool gewesen. Wie gesagt, wir waren gerade beim Beweise zerstören. Wir haben die Autos ins Wasser gebracht. Explosion, Mann. Verbrannt, Klamotten verbrannt, DNA-Spuren, alles beseitigt, ja. Okay. Als wir angerufen haben, ich habe gesagt, ich melde mich gleich. Da waren wir gerade, Autos weg, Klamotten weg. Eigentlich nur noch den Einkaufswagen in Sicherheit bringen. Und das wollte ich nur hinter mir bekommen. Das waren noch 10 Minuten. Ja, und ich war mit einer Karre unterwegs. Hätte ich einsammeln können, fertig. Die anderen waren aber schon auf dem Weg, andere Karre holen. Es war alles geregelt, Mann. Ist doch auch egal, ich wollte noch helfen. Ja, ich weiß das. Aber du musst auch mich verstehen, Mann. Ich verstehe dich. Gut. Deshalb habe ich doch angerufen. Sonst hätten wir jetzt Krieg. Und so deine Eastside-Gangster dann, oder was? Ich wollte niemanden. Rolle links, Rolle rechts, du meinst, du schaffst alleine, oder was, gegen die Banner? Ja. Bin mir sogar ziemlich sicher. Das haben auch schon andere gedacht, Mann, und das weißt du. Ja. Aber das ist ja auch kein Schanzer. Achso, und jetzt noch was, Mann. Wenn mich einer anruft und sagt, komm alleine, dann komme ich alleine. Ja, das kann ich ja nicht wissen. Oder wenn die sagen, komm nicht mit 10 Leuten, dann komme ich nicht mit 10 Leuten. Weil am Ende sind das immer noch unsere Arbeit. Auftraggeber, Arbeitgeber für diesen Augenblick. Und da muss man sich nach deren Regeln richten. Ist ja, halt aber leider so. Wenn ich dann sage, yo, Woll geht wieder alleine, dann ist das nur Spaß. Ich verstehe das doch, ich bin doch nicht dumm. Ich habe einen Doktortitel.
Also wirklich? Manchmal glaube ich, du hast ihn gekauft oder so. Nee. Ich mache immer nur Spaß, ich trigger nur ein bisschen rein. Wenn Mr. T anruft oder P und wie die ganzen Schwänze heißen, die sagen, yo, Chicken, ja, da merkt man so oder so, die haben keinen Bock die ganze Zeit. Egal, ja, weswegen man da hingeht, die haben nie Bock mit einem zu quatschen. Man gestern mit Pinsel bei dem. Jo, die sind zum Beispiel die, Mann, die wollen nicht erkannt werden, die wollen nicht, dass jeder weiß. Das verstehe ich auch, Mann, die haben da ein bisschen mehr zu verlieren als die Obdachlose, Lifestyle-Penner. Wir machen das genau anders. Wir kommen mit allen. Soll jeder wissen, was wir tun. Die ja, arbeiten anders. Das. Wie gesagt, das ist nur Spaß. Ja, nee, ich versuche es dir trotzdem zu erklären. Auch vielleicht nochmal für Crispy. Einfach mal reden, Mann. Und da muss man sich ein bisschen einfach nach denen richten. Das ist leider so. Ich würde auch am liebsten auffahren, Mann, mit allen. 4, 5 Autos. Bam, bam, bam. Das geht nicht, ja. Noch nicht. Noch nicht. Und daraufhin müssen wir arbeiten. Wir haben jetzt Geld. Wir haben eine Bude, Mann. Wir kriegen 100 Dosen Super First Class Spraydosen, yo. Geil. Oh Gott, das wird auch nur Ärger geben. Yo, aber Dings, Paletti hat mir das, also Mr. T-Mann, der hat mir das bestätigt, yo. Das wird gemacht, also wir machen das. Ja, ja, bist, das hat er letztens schon gesagt. Ja, aber jetzt, ja, Tackermann, wenn du den kennst, manchmal sagt er was und vergisst er das. Aber gestern kam er von alleine und hat das nochmal erwähnt, yo. Das wird die New Art hier, das wird... Villa Kunterbund. Ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt genau weiß, nee, was hier passiert. Nicht. Er denkt, jo, das wird ein Kunstwerk und so. Passt mal auf, da vorne ist irgendwo so eine Riesenwand an der Bude. Und ich hab so einen Künstlermann, der malt mich auf so einem Thron voller Flaschen. Versteht ihr, so ein Ding wird das. Ja, das wird schon. Ja, natürlich wird das, Mann. Es gibt Dinge, aber, aber du sagst gerade, wir müssen nach deren Regeln spielen und du scheinst auch Schiss vor denen zu haben, ein bisschen. Nein, dann hast du es falsch verstanden. Okay, egal. Aber aktuell, dann machst du gleichzeitig Kopien. Bist du bescheuert? Klar bin ich bescheuert. Ja, siehst du, Chris, wie sag ich doch. Wir werden alle sterben wegen dem. Du bist nicht der Erste, Reagan. Ja, da müssen wir unbedingt noch quatschen. Ja? Ja, und wir wissen, wir haben, wie gesagt, vor 2 Tagen haben wir gesprochen mit Billy Billionärmann, dem Allgemeinberater. Er hat uns sehr viele Sachen erzählt, die wir nicht wissen. Viele unserer Kontakte, Mann, sind gestorben, sind weg, ausgereist, in die Gang gewechselt, eine andere Color gebankt, wie auch immer, Mann. Aktuell haben wir keine Ahnung, was in der Stadt passiert. Ja, doch. Ja, du vielleicht ein bisschen mehr als wir, aber... Ja, aber es ist nichts Relevantes, was man ansprechen müsste, weil... Ja, Southside ist halt Krieg. Untereinander. Ja, das war's eigentlich. Grove ist irgendwie halb tot. Grove ist tot, einer hat überlebt. Und das ist der Bruder von der Peaches, glaube ich. Oder von irgendeiner anderen, da waren wir gestern mit Crispy und Louis. Nee, von Peaches meinte sie irgendwie. Meinte ihr Bruder hat überlebt. Ja, irgendwie ihr Bruder, aber der ist im Exil, der versteckt sich. Ja, genau. Und das waren die Ballers. Also die hatten wohl sich mit den Borders gefetzt und dann sind die gestorben. Jo, keine Ahnung. Ja, und was wir jetzt machen müssen... Kim ruft an. Jo, Kim. Jo, Kim, Bruder. Das wird heute Silvesterfete hier, merke ich schon. Wir sind hier in der Grotte, komm her. Mr. Maker und Mila sind doch eh schon am Kochen drin. Echt jetzt? Ja, Kao. Geil. Wir sind dick am Feiern gleich. Cool. Sehr gut. Du musst auch. Außerdem wollen nämlich das immer ernst. Und wenn du sagst, wie im Park, yo, Shootcall oder so, nehme ich meine Rolle ernst. Nein, du legst auch. Und versuch nur abzusichern. Ich mach doch auch viel Blödsinn von mir. Ich nehm sowieso nichts persönlich oder böse, Mann. Sonst wäre der Priester wirklich schon lange tot. Ich sag's nur. Ja, was, die kommen jetzt da drin oder was? Ja, dann sollen die mal das Essen hier herausbringen. Das werden die nicht tun. Draußen ist kalt, haben die gesagt. Hier drin ist ziemlich warm. Miss America hat sich letztens noch hier super wohl gefühlt in dem Pool. Papi, danke schön für den Wait. Ihr wollt gar nicht mehr raus. Und, hi. Ja. Ich wünsche euch auch einen guten Rutsch später. Was ich mir vorstelle, Mann. Die Leute wissen, und gestern hatten wir auch noch ein Gespräch, die Leute meiden uns, die gehen uns aus dem Weg. Ja, natürlich meiden die uns. Weil die wissen, wie wir drauf sind. Und jetzt heißt es, Sieh mich ja auch nackig das, aus. Das Auftreten. Jo, Kim, Schatz, was geht? Kim, ich liebe dich. Ich dich nicht. Oh,
Oh Gott. Das war eine harte Ansage. Ich meine, ja. Ach Gott, unangenehm. Ja, ich sehe dich in einem Zylinder. Das Auftreten, Mann. Das Auftreten. Wie gesagt, Mann, zwei Wohnwagen und der Washington. Das reicht schon. Für einen Anfang. Reicht doch. Auftreten, Mann, und dann steigen wir da aus. Wir müssen das hier fertig machen. Dann holen wir die Leute hierher. Wir müssen jetzt nach und nach den erklären und dann fangen wir an. Und einfach alles an sich zu reißen, bis irgendjemand kommt und sagt, nein, Mann, so geht das nicht. Chat, wo ist eigentlich der Gegenraid mit Duplus? Lässt euch das gefallen? Hi. Hallo, Kim. Hallöchen. Mein Gott, hast du einen Prängel, Alter. Holy fuck. Mach die Anaconda hier weg. Am Nacken, oder was? Ja. Bist du eine Endlichkeit? Ja, richtig. Ich werde niemals sterben. Ich dachte, das ist eine Karrierebahn. Nee, das ist einfach. Ich werde niemals sterben. Ja, dann solltest du nicht so viel mit mir rumhängen. Okay. Also, dann verstehe ich das. Ach so, Mann. Ja. Warte mal. Du kennst das Äffchen-Kostüm schon, Curtis, ne? Curtis, ich kenn das. Okay, Mann. Es gibt zwei neue Bestrafungen. Okay, die haben wir eingeführt. Brauche ich nicht. Das sieht mich ja nicht. Trifft mich ja nicht. Da spricht der Leser aus ihm. Abgehoben, ey. Alter, was ist mit dir passiert, Mann? Hat er sich voll verändert. Alle sagen das. Alle sagen das. Ja, ich weiß auch nicht. Ich wollte ein bisschen cool wirken. Kam das cool rüber? Nein. Oh. Komm ich zurück. Dann erzähl die Bestrafung. Was ist da für welche? Jo, einmal Penball. Oh Mann, das ist ja der Ball. Und der Ball, Crispy ist der Ball. Und er darf die Wand nicht berühren, Mann. Also dürfen wir ihn so lange treten, bis er die Wand berührt und dann... wenn er die Wand berührt, ist er wieder frei. Genau. Ach und Gott. Dann... Und, ja, Moment. Quälerei. Und dann, ja, wir kommen gleich noch zur Quälerei von Tieren. Hallo, Sunpi. Einer schreit Distanz? Okay. Was? Wo hast du Distanz gelesen? Wo hast du denn das gelesen? Wie das denn auf deinem Handy? Oder im Wien halt? Ach, warte, ich bin nicht. Oh Gott. Was geht ab, Herr Müller? Gut, Herr... Ich hab gefragt, was abgeht, nicht wie es dir geht. Alles ist dran, Sir. Warum nennst du mich Sir? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer Sie sind. Bist du dumm? Ja. Gott, Alter. Ich wollte nur ein bisschen... Ich wollte cool rüberkommen. Kam es nicht cool rüber? Nee. Der hat gerade eine Distanz geschrieben. Oh, Abu! Wow. Ja, Mann, und wenn das okay, die eine andere Bestrafung. Ich verstehe ja mit Distanz. Ja, das ist. Ja? Ja, das ist eine andere Bestrafung, Mann. Wenn einer Scheiße baut, dann. Muss er so rumlaufen? Ja, Mann, und dann muss er die Leute, die bedienen und am Tor. Muss er immer so 719 rufen? Nee, 187. Ah, ja. Ja, und dann muss er die Leute mit Essen versorgen und das ist so der Butler, Mann. Kommt von Hobby, Oma. Die Idee. Ja gut, dann wird das neue Jahr ja gut für uns. Das ist übrigens echter Pelz, ey. Frag nicht, was das gekostet hat. Keine Ahnung. Ich bin nach reich, ich kann das zahlen. Du bist doch überhaupt gar nicht reich. Es ist mein Haus. Das hier ist mein Pool, wo du drin sitzt. Was laberst du denn? Du warst gar nicht dabei, als wir das erkämpft haben, du blöder Penner. Ich, es gehört genau, wo warst du? Ach Gott, ich Roy, der hat gerade gesagt, das ist sein Haus hier, der war gar nicht dabei. Das ist mein Haus, Roy, sag es. Tim, ich muss dir etwas mitteilen. Wir haben das erkämpft. Gar nichts gemacht. Klar, habt ihr gemacht. Tim, du hattest dieses Haus niemals? Wo hast du es? Ich hatte dieses Haus niemals gehört. Du hattest damals das nur gemietet. Das ist eine Schwimmnudel. Nein, und trotzdem stehe ich hinter dir und sage, Hashtag gekauft, nicht gemietet. Richtig, ich habe das gekauft. Tim, das ist unser Haus jetzt. Nicht deins, das ist unser Haus. Das ist das Haus der Baronschaft. Herzlich willkommen im Cracky Nentel. Sehr schön. Weißt du, ich bin so freundlich und gebe es euch. Ich habe ein gutes Herz. Lass mich spricht dieser Leser aus dem Haus. Lassen wir ihn den glauben. Lassen wir ihn seinen Höhenflug, Mann. Bitte. Ich tue die Schwimmnudel wieder weg. Ich hab nicht vieles, aber bitte mein Ego. Lass bitte ein bisschen mein Ego. Ja, ist okay. Oh boy, Jojo. Also, pass auf, was. Oder.
Hang du deine Füße unter meinen Tisch, das redest du nicht so mit. Roy, ich schlag ihn zusammen, ne? Nein, nein, lass ihn doch, Mann. Das ist der Pool der Wahrheit. Ja, aber das ist nicht die Wahrheit, dass er Wasser spricht. Achso, ja, stimmt. Okay. Ich gib ihm eine Backpfeife. Nein. Gott, bitte nicht. Da liegt da die Badehose. Oh nein! Oh Gott! Ja, komm, ja, das wird gleich wieder, Mann. Alles gut. Hol ihn da raus. Ich sollte nur aus dem Pool gehen. Ja, zieh ihn aus, zieh ihn hoch. Oh Joch. Gott! Oh, oh Gott! Keine gute Idee. Oh Gott. Cam! Zieh ihn da raus, Mann. Zieh ihn da raus, ja, zieh ihn da raus. Auch mit den Knochen ins Herz. Oh Gott, ich fühle mich wie ein Zitteraal. Oh Gott. Oh. Zitter nicht. Zitter nicht. Zitter nicht. Komm weiter, du Wichser. Hab mich doch versucht, dabei gewesen, hier hinten zu sitzen. Ach ja. Ja, das neue Jahr wird gut. Wir haben viele Pläne, ja. Wir haben viel vor, Mann. Wir haben, ja, wir haben Dinge zu erledigen. Es wird alles... Kann man diesen Bobby-Billy-Typen vertrauen? Oder ist das auch so ein Dings? Bobby Barry Banks? Nein, dem Billy. Dem von dem V-Net Shopping. Wir haben uns lange mit ihm unterhalten und wir teilen die gleichen Interessen. Und da wir die ganze Zeit immer uns um Ärger und Beef und so zu kümmern hatten, könnte er ein fehlendes Teil sein, das uns weiterhilft. Er sieht das genauso wie wir. Scheiße, ich hab ihn gedroht, ne? Ja, das kriegen wir noch hin. Jo, Crispy, sag auch mal was. Was denn, was? Hör zu dem Gespräch mit dem Billy, Mann. Das wird die Vision. Und sag mal was, rede, Mann. Du musst jetzt auch mal langsam deine Klappe aufmachen. Sag Palme, danke für Luis am 17. Rede, Crispy. Und Fight X, danke für Luis am 17. Wisst ihr, wen ich getroffen hab, Baby in Grapeseed? Nee. Das werdet ihr mir nicht glauben. Lonnie. Oh, der Geist war da auch da, aber... Randy, Mann! Randy? Wer war nochmal Randy? Er war Randy, der mir das Leben gerettet hat, vor dem Splitside-Fest, Mann! Secret Service End, Randy! Der sich vor die Kugel geworfen hat! Ja! Ja, krass, ich hab ihm gesagt, Mann, ich hab ihm gesagt, er ist hier herzlich willkommen, Mann, als Sicherheitsbeauftragter. Ja, der passt hier her, ey. Curtis, Randy ist ein bisschen seltsam, aber cool. Ich mag seltsame Menschen. Ja, der ist sehr seltsam. Wo ist denn eigentlich Zeitdauer und so? Das ist so eine Mischung zwischen Horsty... Und... Den hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Und Kim. Wo ist denn eigentlich Anton und Fat Mike und so, wie die alle heißen? Stimmt, Mann, Fat Mike, ja gut, der darf wahrscheinlich raus. Anton ist krank die ganze Zeit, Mann. Ah. Der hat das nicht ganz verkraftet. Den Übergang in den Park und dann der Winter und so. Und Scheiße. Fat Mike ist, müssen wir so betrachten, die Kefka. Wenn er da ist, er da. Ja, genau. Kefka. Der Schwanz. Schwanz. Kim, wieso habt ihr eigentlich letztens Johnny entführt? Nee. Doch, also hast du dich doch angerufen, dann meinst du, ihr habt den mitgenommen. Ach, das war jetzt. Das. Haben wir? Nee. Ja, seine Freundin stand ja noch hier und die hat gesagt, der wurde irgendwie eingepackt. Und dann habe ich dich angerufen. Das waren wir nicht. Das erzählt. Und dann meinst du hast ihn eingepackt. Mit den Eastside-Leuten. Nee. Doch, hast du gesagt. Ja, das war schon vorher, aber danach, ich weiß nicht, was danach passiert ist. Hm. Seltsam. Weiß ich nichts davon. Merkwürdig. Bin einmal entführt, aber nicht das zweite Mal. Ah. Hm. Jetzt bestimmt irgendwie aufklären. Was ist denn eigentlich mit dem Johnny? Gehört er jetzt zu, oder? Er ist so wie Kefka. Wenn er da ist, ist er so. Weiß ich nicht. Ja, aber selbst wenn er unterwegs ist, ist er halt kaum hier. Aber er kommt, wenn man ihn ruft, oder? Er ist... Wenn er Bock hat. Also, wenn was Wichtiges ansteht, dann ist er schon da. Aber dann ist er mehr ein Klotz am Bein, statt eine Hilfe. Ja, mit seiner Manipulation. Und seiner Schießwürdigkeit. Und seiner Dings, ja, was er letztes Mal gemacht hat. Schwein. Ich möchte nicht irgendwas bedeuten, was er gemacht hat. Zwei Sachen hat er gemacht. Komplett kranke. Ja, wir hatten gestern einen miesen Auftrag, Mann. Ja, Mann. Und Mr. T hat gesagt, es wäre nett, wenn die Wachen am Leben bleiben. Haben wir auch gemacht. Ach, war Johnny nicht da? Glück gehabt. Ja, aber ich hatte echt Bock, Mann. Alle hatten den Auftrag. Wenn irgendwas schief läuft, tötet sie einfach. Hättest du umgebracht. Johnny, wahrscheinlich. Hast du sehen. Querschläger, Puff, Warnschuss.
Ja, ich hab wieder einen Gastank reingeschossen. Rechts, links, bam, zack, tot. Hat mir McLaren. Der hat wieder alles zersaut. Johnny ist Johnny, Mann, aber die Sache ist, wir wissen trotzdem, was wir an ihm haben, Mann. Ja, wenn man so jemanden auf seiner Seite hat, ist immer gut. Ja. Aber das wissen wir ja, Mann. Wir kennen die Leute, mit denen wir rumhängen. Wir wissen, wie die sind. Wir wissen, wie Kim ist. Ich weiß, wie Crispy ist. Ich weiß, wie der Priester ist. Ja. Ist wie Curtis ist. Aber genau das macht's uns aus, Mann. Wir sind unberechenbar. Das stimmt. Oh Gott. Oh Gott, was war das? Ich hab gefurzt, tut mir leid. Ach, scheiße. Eben dich. Und jetzt, Kim, Mann, was geht? War nicht viel. Heute Party oder was? Boah, mal gucken. Hier oder was? Das, nee, Party wurde ich woanders eingeladen, von Crazy Peep. Heute irgendwie um 23 Uhr eine krasse Party irgendwo. Eine Ranch oder was? Weiß ich nicht, irgendwo eine Hausparty, irgendwas krasses. Also Mila und Mr. Maker machen gerade Essen. Louis ist vor PlayStation. Die sind alle drinne. In der Villa. Ja, was machen die dann nachher? Keine Ahnung. Saufen. Fette Pummelparty oder was? Ah, ja, bisschen Pummeln oder so. Bisschen Krabben. Oh, geil, Krabbencocktails. Bisschen Dacken. Was für ein Ding? Dacken? Ja, na klar, Gus-Gus. Gus-Gus. Ah, Gus-Gus. Okay, reicht jetzt aus. Genau, nicht, dass einer wieder Distanz schreibt. Ach, so. Warte, habe ich eben gesagt, schreibt? Ja. Ich meinte, dass es einer sagt. Jo, jetzt verstehe ich es auch. Oh mein Gott. Ich dachte, du schreit. Schreit jemand Distanz? Ja, von euch, Mann, hier. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, schreit, nicht schreit. Ach Gott, mein Gott. Das war der Bart, Mann, reingenuschelt. Verstehe, verstehe. Soll ich aus dem Boot holen, dass du irgendwie so rudern kannst? Ich ruder schon. Am Joint ziehen, am Ruder ziehen. Am Joint ziehen, am Ruder ziehen. Ich gehe durch. Wende. So, ich geh jetzt rein. Ich hab Hunger. Alles klar, Mann. Viel Spaß. Okay. Nächstes Jahr wird gut. Ja, Mann. Ja, mit Sicherheit. Skrr. Ja, und lasst mal was drin stehen, Mann. Ich will auch was. Okay. Wer finanziert das denn hier auch? Na, ich hab nur kein Geld gesehen. Ich bin auch Multimillionär, ich zahle das nachher, Curtis. Ja, ja, du. Was ist eigentlich mit deinem Film? Nächstes Jahr alles, ne? Steht der Plan eigentlich noch? Ja. Die Bank steht noch, klar. Ja, der Bankplan steht noch. Ihr seid eine große Nummer, Mann. Das ist das größte Ding, was wir jemals abziehen werden. Ja, richtig. Okay. Okay, tschüss. Dann später. Ja. Wir sagen uns dann nachher guten Rutsch. Ja, mit Sicherheit. Ja, bestimmt, Mann. Mahlzeit! Man sieht sich gleich im Westflügel. Ich wohne im Poolhaus. Ach, da. Ach Gott. So weit weg. So, Chat. Ey, ganz ehrlich, Mann, wir brauchen im Haus ein Segway. Nur kurz, wie im Titel steht. Ich wollte eigentlich nur online kommen und euch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Und viel Gesundheit. Haben wir nur kurz Pommes gemacht, bisschen was geklärt. Ich gehe jetzt rein zu Mila. Die hat gekocht hier. Und dann machen wir den Stream aus hier. Ja, oui. Für mich sagen, machen wir jetzt gleich noch. So, Miha. Weil ich kann die anrufen, wenn ihr wollt. Weiß aber nicht, ob es da dran geht. Vielleicht will die dir auch sagen, Moment. Ich rufe an. Hallo Miha, gehst du bitte an Telefon? Hallo? Hallo? Ich glaube, Ja. Boah, gutes Lied. Ja. Und Mad Mike, danke schön noch für den Prime 28. Ja.
Mila und ich wünschen euch natürlich allen guten Rutsch. Guten Rutsch ins neue Jahr! Genau. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Trinkt nicht so viel. Passt auf eure Hände auf, wenn ihr am Knallen seid. Passt auf eure Haustiere auf. Wenn ihr betrunken seid, lasst die Frauen in Ruhe. Ja. Twinkie! Hi, Puddingbäckchen! Puddingbäckchen! Ja, was? Na, feiern war so ja. Was, da gleich wird richtig geknallt und wurde, ne? Ja, geh. Okay. Ja. Und sein muss, ne, Digga. Ja. Mach ich gleich schon gut. Ne, da. Hier ist der Popo Cutie Sneaks da. Wo ist Yodo? Das ist der Felix. Von Ultimate. Ich muss Peanut noch richtig einstellen. Wo ist die Auto? Wo ist die Auto? Wo ist die Auto? Ist das Peanut? Ja, das Peanut, ne? Ja. Ja. Ihr wunderschönen Menschen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Baut keinen Scheiße. Allah, aber der Kuh ja. Macht nicht. Oh, Twinkie, du hast ja heute eine rote Knappe an. Ja, wie? Ja, wie? Du meinst das Zelt, oder wie? Oh Gott, das Bodyshaming, was du an dir selbst betreibst. Haschisch! Ja, es ist schon okay. Verpiss dich, du abgeschreibt einer. Guck mal, beschreib deine verpiss dich, du Affe. Oh, no. Er nennt sich Brater mit Dreckigs, Junge. Ich will Fummi. Mach ich jetzt. Okay, zum Schluss machen wir noch Fummi-Lied an. Extra für, yeah! Extra für den Brater noch, damit der weiß, was in seinem Schädel abgeht. Oh, Chat, seid ihr ready? Ja. Ich mute kurz hier, Mila. Ja. Gott. Ein letztes Mal Flummi-Song. Ein letztes Mal. Und danach mache ich aus. Guten Rutsch. Bis ins nächste Jahr. Bye-bye. Und Dankeschön. Danke für alles. Guten Rutsch, bye-bye! Guten Rutsch!